Hey und herzlich willkommen zu diesem Sphere Legacy Challenge Part 5. Ich freue mich, dass du da bist. Ja Leute, im letzten Part haben wir endlich mal ein bisschen was erreicht. Und zwar haben wir ein kleines Häuschen für unsere Kim gebaut. Ich freue mich riesig, dass es jetzt so ein bisschen bergauf geht. Denn die ersten Parts waren so ein bisschen holprig. Also ich weiß noch nicht, ob ich es bereuen soll, dass wir als Teenager gestartet sind oder nicht. Denn die Highschool, die macht uns schon richtig fertig. Aber ich glaube, jetzt wo wir so ein bisschen Geld dran schaffen können und ein Zuhause haben, geht das jetzt dann auch langsam bergauf, dass sie dann ein bisschen besser gelaunt in die Schule gehen kann. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, so, da sind wir. Es ist Sonntag, das Wochenende ist wieder richtig schnell vergangen. Ist in Real Life ja auch so. Und hier ist das Häuschen, das wir gebaut haben. Ich finde es richtig süß, bin schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Recht viel haben wir eigentlich noch nicht. Wir haben einen Kühlschrank und Bett. Und eine Dusche. Eine Dusche haben wir auch. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich habe auf jeden Fall im letzten Part, haben wir die Kim noch ins Bett geschickt. Und ich habe jetzt die Nacht durchlaufen lassen und habe den Kühlschrank noch repariert und habe sie duschen gehen lassen. Und sie ist aber auf jeden Fall sehr wütend. Sie hat einen Kontrollverlust. Es reicht. Jemand genug von den lästigen Stimmen, die ihr ständig vorschreiben, was sie zu tun hat. Entweder geht sie ihren eigenen Weg oder das war's. Okay. Kim, keiner schreibt dir vor, was du zu tun hast, außer wir. Also, okay. Wir werden auf jeden Fall, ich drücke jetzt gleich mal auf Play und wir werden auf jeden Fall gleich mal unsere Frösche züchten, denn wie gesagt, das ist unsere beste Einnahmequelle. Wir haben jetzt auch noch was zu essen. Es ist verdorben, oh nein. Und wir haben zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Ich würde aber sagen, wir behalten uns das. Oh, hier haben wir noch ein Sandwich. Kannst du das nicht essen? Wenn wir es hier hinstellen. Ah, es ist leer. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall, denn damit können wir höchstwahrscheinlich ein bisschen in den Müll wühlen. Aber nachdem es so sauer ist, treten wir jetzt einfach mal die Mülltonne um. Genau. Komm. Wusch. Sehr gut. Stampfen können wir auch noch ein bisschen. Vielleicht geht sie dann ein bisschen besser, dass sie einfach mal so ein bisschen die Wut rauslassen kann. Ja, heb die wieder auf. Ja, gut. Okay. Wir werden auf jeden Fall heute, beziehungsweise in diesem Part, nochmal gucken, dass wir ein bisschen an Geld kommen. Und ich würde sagen, wir reisen jetzt auch gleich los. Und wir reisen auch gleich nochmal nach Evergreen Harbor. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich im Newcrest irgendwo ein Grundstück, wo es eine Mülltonne gibt? Das wäre mega nice. Hier vielleicht. Wenn nicht, dann könnten wir da noch eine hin platzieren. Hier gibt es auf jeden Fall keine Mülltonne, aber dann kann ich euch das mal so ein bisschen zeigen, was ich hier alles so platziert habe. Von der Größenordnung passt dieses Diner hier überhaupt nicht hin. Aber hier ist so eine Wohnanlage, das müsste eine Highschool sein. Finde ich auch richtig cool. Das ist dann so ein Diner. Hier ist dann ein Restaurant und das ist, denke ich, oder glaube ich, so ein Spa. Nee, Nachtclub, sehr cool. Richtig cool. Können wir hier in den Baumodus? Nee. Okay, na gut, Leute, dann müssen wir, aber sie hat Hunger. Dann holen wir uns jetzt hier noch was zu essen und danach reisen wir nochmal nach Evergreen Harbor und gucken, dass wir nochmal ein bisschen was in den Müll wühlen können. Arbeitet hier jemand? Hallo, bitte, bitte arbeitet. Geh mal rein hier, Kim. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Egal, wir reisen gleich nach Evergreen Harbor und hoffen, dass wir gute Sachen aus dem Müll wühlen können. Ja, eine Toilette wäre mal cool. Oder ein Herd oder einfach alles, was man halt zum Leben braucht, ne? Sehr gut, okay, hier sind wir. Ich werde es jetzt mal überspringen. Ich lasse sie, wie gesagt, hier einfach mal endlos in den Müll wühlen. Wir holen hier alles raus, was geht. Und ich glaube, danach werden wir uns ein bisschen fertig machen. Vielleicht schaffen wir es noch, dass wir uns noch mit Jeb treffen. Okay, Leute, wir sind fertig. Ich hoffe, es war erfolgreich. Ich habe jetzt auch noch nicht so nachgeguckt, was sie so rausgeholt hat. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ganz dringend wieder nach Hause. Ja, wir müssen duschen. Okidoki, wir sind zu Hause. Oh mein Gott, es ist auch schon wieder 7:30. Morgen muss sie auch wieder zur Schule. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall mal duschen gehen lassen und wir gucken hier mal, was sie so, gefangen hat. Ein Rotfeuerfisch, okay. Hier müssen wir mehrfach auswählen. Okay. 42 Simoleons, jawohl. Gewöhnliche Tuning-Teile, weg damit. Altmaterial, weg damit. 90 Simoleons, sehr gut. Sehr gut. Können wir wieder Frösche züchten? Nee. Ah ja, genau. Was ist mit diesem Buch? Vampirband. Also ein Vampirbuch. Ich weiß nicht. Ich behalte es mal. Ich warte mal ab, was ihr dazu sagt. Ob wir vielleicht sogar in so eine Vampirschiene gehen sollten. I don't know. Wir gucken auf jeden Fall jetzt mal in den Baummodus und hoffen, dass sie einfach gar nichts hat,
Wahnsinn, ein Einzelbett, das ist aber nicht euer Ernst. Oh. Ja, wow, wir haben Einzelbett um 400 Simoleons. Verkauf mir, weg damit. Oh Gott, das war echt nicht erfolgreich, Leute. Gibt es denn hier irgendwo einen Busch, wo wir reinpieseln können? Oder irgendwo eine Toilette oder so? Müssen wir wahrscheinlich hier nach ganz drüben laufen. Das ist viel zu weit. Da wäre es besser, wenn sie sich einpäckelt. Oder wir kaufen so einen Busch. Wir kaufen so einen Toilettenbusch. Ja, perfekt. Dann stellen wir uns in den Garten. Ja, komm, hier hin. Perfekt. Dann haben wir schon eine Toilette. Was braucht man mehr außer Busch im Garten? Geh hier mal bestäuben. Oh oh. Ja, sie ist sehr wütend, ich verstehe es. Es ist echt nicht leicht, was sie hier durchmacht. Hol dir noch was zu essen und dann geht's auch schon ab ins Bett. Komm, hier eine schnelle Mahlzeit. Wo steht's? Schnelle Mahlzeit essen ist ein Erdnussbutter-Sandwich-Chili. Ich glaube, das geht sich heute nicht mehr aus mit Chap. Oder wir laden ihn hier ein. Sie ist auf jeden Fall nicht müde. Komm, wir fragen ihn, ob er hier hinkommen möchte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie sich dafür schämt, dass sie hier wohnt, aber nee. Komm, sie ist noch eine Jugendliche und hat schon eigentlich, ja, ein Haus alleine. Dafür muss man sich jetzt nicht schämen. Man kann ja zu Chip dann sagen, so, ja, erschreck dich nicht, es ist gerade in der Bauphase und ja, ich muss mal in das Möbelhaus fahren und ein paar Möbel holen, aber du kennst es ja, die Highschool ist einfach zu stressig und ja, nächstes Wochenende schaffe ich das vielleicht. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Teller zum Wühlen. Bin ich gespannt, ob er jetzt vorbeikommt. Okay, er wird gleich da sein. Sie ist auf jeden Fall schon wieder sehr wütend. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Er ist sehr müde nach seiner Gangweise nach. Ja, wir gucken mal. Zurechtweisen. Komm, wir hoffen, dass wir uns jetzt so ein bisschen besser mit ihm anfreunden können. Aber, nee, komm, können wir nicht einfach freundlich sein? Komm, wir tratschen ein bisschen, dann fragen wir ihn einfach mal nach seinem Tag und ja, gucken mal, ob wir uns einfach wieder so ein bisschen ausreden können. Also Kim tut jetzt einfach so, wie wenn das letzte Mal gar nicht passiert wäre, wo er so gemein eigentlich zu ihr war. Und redet jetzt einfach ganz normal mit ihm weiter und hofft, dass er sich vielleicht entschuldigt, dass er das vielleicht einzieht. Und ja, sagt, du Kim, ich weiß, du hattest Du hattest keine leichte Zukunft und sie hassen sich. Okay, ich glaube, das mit Jeb ist abgehakt. Ich glaube, die hassen sich einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch irgendetwas wird. Ja, das ist einfach eine Katastrophe. Nee, okay, Jeb, dann hau einfach ab. Geh nach Hause. Komm, wir schicken ihn einfach jetzt nach Hause. Vielleicht ging es eben darum, dass Kim halt jetzt so ein bisschen mit Jeb geplaudert hat und sich einfach eingebildet hat, dass er sich zu entschuldigen hat und hat er aber nicht. Und sie hat ihn dann, ja, drauf angesprochen und gesagt, möchtest du dich nicht mal bei mir entschuldigen? Und er, für was denn? Und ja, so kam es dann leider wieder zu einem Streit. Also die zwei, ja, sind einfach nicht füreinander geschaffen. Die Gute schläft jetzt und ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Morgen wieder. Ja, wow. Kim macht eine Phase durch. Sie geht auf Distanz und ist dann eine Weile lieber alleine. Okay, ja. Ich glaub's. Also nach dem Erlebnis jetzt mit Chap kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Good morning! Der nächste Tag ist angebrochen. Es ist 5:30 am Montag. Wir werden jetzt auf jeden Fall ganz schnell hier noch etwas frühstücken. Und ja, was essen wir denn? Dann kann ich immer dasselbe essen. Ja, iss mal ein Schinkenkäse-Sandwich. Und danach geht's auf jeden Fall schon ab in die Schule. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Hausaufgaben... Okay, sie ist sowieso zu angespannt, um die zu machen. Ja, yeah, frische Züchten bringen uns auch wieder 125 Simoleons. Sehr gut. Und wir haben schon 879 Simoleons. Ich weiß jetzt nur nicht, sollten wir uns auch Objekte im Baumodus kaufen oder sollten wir jetzt ausschließlich einfach mal auf das Müllwühlen gehen, dass wir wirklich nur das nehmen, was wir aus dem Müll fischen, dass wir halt eben sagen, jetzt haben wir Geld, jetzt können wir uns ein neues Bett kaufen oder so. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, da warte ich auf jeden Fall auf eure Meinung, wie wir das ja, machen. Ja, okay, wir müssen in einer Stunde zur Schule. Ich glaube, wir gehen aber gleich los. Dann kann sie vielleicht noch ein bisschen irgendwas am Computer zocken, damit die, ja, der Spaß mal ein bisschen weiter nach oben geht. Und weil ich es gerade sehe, bevor ich es wieder vergesse, ich gucke jetzt auf jeden Fall sofort nach, wie die Highschool heißt. Oha, hier sind aber schon viele Party-People. Die Highschool. Einen Moment bitte. Genau, hier ist das gute Ding. Copperdale Highschool von MUI 1103. Hier seht ihr auf jeden Fall den Namen. Ja, da ist das gute Ding auf jeden Fall, dass ihr da Bescheid wisst. Okidoki, okidoki. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich suche jetzt, haben wir eigentlich schon mal die, wie ist sie nochmal, die Greta? Ist sie auch bei uns in der Schule? Weiß jetzt gar nicht mehr. Die haben ja eigentlich nur einmal geplaudert. Also die waren so ein bisschen romantisch, glaube ich, Greta.
Die ist doch auch hier in der Schule. Okay, auf sie warten wir definitiv, denn ich glaube, Kim möchte sich bei, ja, so gesehen bei einer Freundin mal ein bisschen ausheulen, was da wegen Chip so los war. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier noch ein Computerspiel spielen. Ja, wie ich schon mal erwähnt habe, ich glaube, dass Kim selbst noch gar nicht so weiß, wo sie hingehört, ob sie eher auf Frauen steht oder auf Männer oder auf beides. Und ja, klischeemäßig dachte sie natürlich, sie steht auf Männern, deswegen wollte sie wahrscheinlich auch mit Chip probieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Chip lag oder an ihr oder vielleicht auch an beides oder vielleicht, ja, war es vielleicht doch nicht das Richtige für sie. Deswegen möchte ich auf jeden Fall, dass sie sich ja mit der Greta nochmal ein bisschen unterhält und mal gucken, was dann da so rauskommt. Also, wir gehen auf jeden Fall da jetzt mal auf die beste Freundinnen-Schiene. Oh Gott, sie ist einfach so traurig. Auf die beste Freundinnen-Schiene und gucken mal, was dann dabei rumkommt. Wir wollen auf jeden Fall mitmachen, wir sind auch schon da. Mit wem möchte sie jetzt reden? Mit Roy plaudern? Oder Roy? Ryo? I don't know. Ist das der Hausmeister? Vielleicht möchte er irgendwie sie fragen, ob sie weiß, wo die Schlüssel hingekommen sind. Dass sie das irgendwie schon so ein bisschen mitbekommen hat. Oh Gott, ich blockiere das auf jeden Fall ab. Sie haut gleich auf jeden Fall ab. Wer sitzt denn hier? Die Savannah? Nee, ist die Grete jetzt schon da oder kommt die heute einfach nicht? Ja, wir schicken der Grete auf jeden Fall mal eine SMS. Oh Gott, nein, er kommt. Ah, das ist ein Lehrer, okay. Aber nichtsdestotrotz kann ja sein, dass der Lehrer sie auch fragt, du, Kim, weißt du zufällig oder keine Ahnung, hast du irgendwas gehört? Hat irgendjemand was gesehen, dass ja, der Schlüssel des Hausmeisters ist weg? Weißt du was? Und sie sagt, nee, ich weiß eigentlich gar nichts. Und ich glaube, dass wir dann heute auch nach der Schule den Schlüssel wieder irgendwo hinlegen, so auf die Art, dass sie dann sagen kann, oder dass die halt dann denken, der ist irgendwie da verloren gegangen, weil jetzt braucht sie ja den Schlüssel nicht mehr. Jetzt haben wir ja zu Hause. Wir gehen jetzt in den ersten Unterricht, in die erste Unterrichtsstunde und das ist auch unter Lehrer, sehr cool. Okay, Jeb ist anscheinend nicht mehr mit uns in der Klasse jetzt. Sehr cool, wir haben die Logikfähigkeit erworben. Ja, genau, das Malen müssen wir heute noch machen. Heute ist sie besser drauf. Das machen wir jetzt definitiv nach dem Unterricht sofort. Wir müssen freundlich zu einem Mitschüler sein. Komm, Cassandra, die ist auch richtig süß. Wir werden uns bei ihr mal richtig freundlich vorstellen und ja, dann plaudern wir mal mit ihr ein bisschen. Sie ist auch so süß, die Kim. Sie hat voll die Pickel bekommen. Ich lieb's. Das ist sehr süß. Komm, verschönern wir mal den Tag. Und danach müssen wir schon wieder für die Prüfung lernen. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Aber egal. So, Kim, wir werden auf jeden Fall jetzt hier, kann ich jetzt hier auch weitermalen? Müsste ja gehen, oder? Da brauchen wir nicht wieder Geld ausgeben für eine neue Leinwand. Und ja, ich werde auf jeden Fall immer mal wieder die Frösche züchten. Falls ihr euch fragt, warum das Geld immer mehr wird. Ich cheate nicht. Ich tue nur Frösche züchten. So, mal gucken. Das erste Gemälde ist fertig. Wir werden das verkaufen und werden dann auch gleich nochmal ein Auf dem Weg zum Ruhm. Ach ja. Ja, nee, ist klar. Unternehmerfähigkeit erworben. Oh, cool. Das ist aber neu, oder? Kim hat begonnen, Unternehmerfähigkeit aufzubauen. Wenn sie alles gibt, um diese Fähigkeit zu verbessern, warten Ruhm und vor allem Reichtum auf sie. Das ist doch neu, oder? Die Unternehmensfähigkeit. Ich kenne das auf jeden Fall nicht. Aber wäre auch dumm, weil, na ja, gut, könnte mein Highschool weggekommen sein. Weiß nicht. Schnell, der Unterricht beginnt. Verkauft es noch schnell. Ah, mach noch fertig. Ja, sehr gut, da wollte ich hin. Ein malerisches Vergnügen. Kim genießt jeden Pinselstrich. Soll sie die Farben fließen lassen und zugeben, dass sie malen mag? Gott sei Dank, Leute. Gott sei Dank, ja. Sie mag das Malen. Sehr gut. Entschuldigung. Nee, wartet. Okay, dann packen wir es einfach in unser Inventar. Das ist richtig gut für uns jetzt. Mal gucken, wo uns das so hinführt. Aber was ich auch richtig cool finden würde, ist, wenn wir jetzt wirklich auf die Malschiene gehen würden, dass wir nicht immer die Gemälde so über das Inventar verkaufen, sondern ja, also auch so auf ein. Also es gibt ja diese große Leinwand, da wo man Gemälde an der Straße verkaufen kann. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Oder wir öffnen so eine Kunstgalerie, dass wir quasi sagen, wir öffnen so ein Geschäft, wo sie dann ihre Bilder verkauft. Finde ich sehr, sehr cool. Mal gucken, wo uns das alles noch hinführt. Das könnten wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, dass sie vielleicht eine
großartige Künstlerin wird. Würde ich cool finden. Also auch so richtig, dass sie auch berühmt wird mit der Kunst. Also dass sie auch jeder kennt. So. Das würde ich schon cool finden. So, die Lehrer haben die Hausaufgaben eingesammelt und bla 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 bla. Kim hat heute gut Arbeit geleistet und gute Noten bekommen. Sehr gut. Wir gucken jetzt mal, wie sieht es denn eigentlich aus so mit Noten? Wir sind, oh Gott, wir sind Vierer-Oberschüler. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Ich dachte, wir jetzt echt so vielleicht Zweier- oder Dreier-Schüler, aber dass wir Vierer sind, das ist, naja. Sie hat jetzt auch schon ein paar Merkmale aufgebaut hier. Ja, zurzeit ist sie ja distanziert. Dann hat sie Angst vor unerfüllten Träumen. Kim fühlt sich unerfüllt und ist unzufrieden mit dem Verlauf ihres Lebens. Oh Gott, die arme Maus. Sie ist ab und an traurig darüber, wie sie ihr Leben entwickelt. Ja, Gott, Angst vor Gedränge hat sie. Das wissen wir auf jeden Fall schon. Das tut mir auf jeden Fall richtig leid hier, dass sie so unzufrieden ist. Wir werden das auf jeden Fall ändern, Kim. Wir werden es ändern. Ja, wir brauchen eine Toilette. Habe ich verstanden? Wo ist die nächste wieder? Ich weiß es nicht. Da kann es ja nicht rein, oder? In diese Toilette. Müssen wir wieder so weit gehen? Nee, Leute. Wartet mal. Ich glaube, ich kann ja hier in den Baumodus sehr gut. Dann müssen wir hier. Ich weiß nicht, warum sie denn da auch nicht rein kann. Aber wir machen jetzt einfach eine ganz normale Toilette rein. Okay. So. Kim, dann dreh wieder um und benutze bitte diese Toilette. Ah. Geht's nicht. Warum kann sie denn da nicht rein? Es geht in die Hose. Soll ich jetzt, sage ich jetzt schon. Komme ich dann wieder diese super Auszeichnung, damit ich es geschafft habe? Ja, die Blase hier zu versagen lassen. Ich verstehe es halt nicht. Warum geht das nicht? Ah, okay, verstehe schon, verstehe schon. Jetzt müsste aber funktionieren, oder? Deswegen, das war der Grund. Hätte ich ja auch gleich mal gucken können. Ja, das wollen wir sehen. Sehr gut. Und sie ist gerade inspiriert. Das nutzen wir auf jeden Fall aus und werden ein klassisches Gemälde danach malen, wenn sie auf dem Top fertig ist. Ach Leute, es geht bergauf. Guckt, sie ist einfach schon wieder ein bisschen glücklicher. Warum muss sie jetzt da drüben Hände waschen? Egal. Ja, das freut mich auf jeden Fall richtig, dass sie das malen mag. Das rettet uns unseren Purpose. Und der Spaß geht halt jetzt auch immer rauf, wenn sie malt. Perfekt. Schöner kann es nicht sein, Leute. Schöner kann es nicht sein. Leute, ich habe gerade gesehen, dass ich schon sehr, sehr lange aufnehme. nicht, dass dieser Part dann ja, mega lang wird. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss für diesen Part. Wir haben jetzt, ups, wir haben jetzt nicht allzu viel geschafft. Ich habe mir eigentlich gedacht, wenn wir Müll wühlen, dass wir, ja, keine Ahnung, ein bisschen mehr für unser Haus ranschaffen können. Das war leider nicht der Fall, aber wir haben wenigstens ein bisschen Geld gemacht. Die Kim mag das malen. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und wir wissen jetzt auch, dass es mit dem Chap definitiv nichts wird. Ich wollte jetzt eigentlich auch noch in diesem Part mit der Greta sprechen, aber ja, die Greta war irgendwie nicht in der Schule oder haben wir sie nicht gesehen. Das werden wir dann auf jeden Fall im nächsten Part machen. Ja, oder keine Ahnung, wir schauen im nächsten Part einfach, dass sie sich mit irgendjemand anfreunden kann, damit sie ja eine vertraute Person hat, auf die sie sich wirklich verlassen kann. Einen Freund an ihrer Seite oder eine Freundin ist ja dann egal, also als freundschaftliche Basis, wo sie sich einfach immer ein bisschen aussprechen kann und ja, dass sie sich nicht immer alles mit sich selbst ausmachen muss. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Ja, die gute malt jetzt hier dann noch zu Ende. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch dann in meinem nächsten Video wiedersehe. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch wunderschöne Tage und bis ganz bald. Tschüss!